Schönen guten Morgen. Heute haben wir Samstag. Ich wollte mal meinen Erdbeerengarten zeigen. Ne? Echt schön. Hat auch heute Nacht geregnet. Ne? Und da können die ja richtig wachsen und reifen. Hier, ne? So eine gute Sorte. Ist jetzt schon keine junge Pflanze, sondern und da bin ich echt froh. So, heute können die Enkelkinder mal kommen und nassen. Der ist aber doch ja ein bisschen weniger. Da verstecken sie sich. Kommen auch, ne? So, ja. Und was ich zeigen wollte, ich habe meine Tomaten in diese Pyramide, wie ich sagte, eingepflanzt. Ne? Erstmal einzeln so eingepflanzt und dann gestern jetzt nach einem Tag habe ich sie übereinander dann gestellt. Und da sind die jetzt so, sind ja zwei Töpfe, so ein Dreiertopf, ne, hatte ich ja schon erzählt. Und die sind jetzt zwei Etagen sozusagen. Ja, und die haben sich gut eingelebt da drinnen. Finde ich, sitzen schön. Ja, und deswegen, das ist die eine Sorte. Ich habe sie auch noch beschriftet. Das ist die, ne, auf dem anderen wahrscheinlich. Ich mal gucken, hatte ich die Nummern gestellt. Naja, zeige ich mal. Die eine Sorte auf dem und der andere Aufsteller ist dann die zweite Sorte. So, das habt ihr schon. Hier die Zucchini, ne? Jo, die kommt langsam jetzt in den Gang, ne? Jo. So, die Zwiebeln auch soweit. Doch. Guck mal, es hat geregnet, aber die Erde ist trocken. Muss ich gießen. Da hat es auch. Das Bäumchen steht hier. Und langsam, jo, das weiße Zeug geht langsam weg, hoffe ich. Oder ich werde es vielleicht noch ein bisschen besprühen. So, diese eine Erdbeere werde ich wahrscheinlich hier an diesen Topf noch einfach einpflanzen. Das ist diese Lambada-Sorte und dass sie dann auch drinnen bleibt länger. So, und das sind diese Jungpflanzen. Die brauchen ja noch Zeit, bis sie richtig zu Kraft kommen. Ne? Das habe ich ja auch alles schon gezeigt. So, ich musste den Tisch ein bisschen runter machen, weil es hat darauf geregnet, richtig so. Ist eine, kann man so drunter befestigen und dann steht es. Ist echt gut, kann man auch rüberstellen, was ist. Eins ist schlecht, ja, das ist gelocht und da kann es rosten. Ne? Aber egal, 32 Euro so ein Set, Tisch und Stuhl. Der Stuhl ist echt gut auch. Reicht soweit. Hab noch zwei Säcke Erde geholt. Weil noch zwei Pyramiden werden da noch entstehen mit diesen Pflanzen. Ne? Die Gurken sind ja auch zwei Sorten deswegen. Und zwischen werde ich wahrscheinlich noch den Basilikum und die Paprikas noch integrieren müssen. So irgendwie. Naja, mal gucken. Ich hatte ja zwei und jetzt gestern spät dachte ich, gehe ich mal noch mit so Action, habe noch zwei geholt. Einer kostet ja 2,99 €, ne, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und das ist so eine Pyramide, dann kann man alles mögliche einpflanzen, ne? So übereinander, wo ist das Wild, hier kommen die versetzt übereinander dann die Töpfe. Ja, finde ich echt gute Idee, sind auch gelocht. Und ja, das da. So, und da. Flugsalat, guck mal, da wird braun langsam. Sehr gut. Aber hier ist echt gut Wasser drauf gekommen. Es hat richtig gestern Abend so geschüttet.
So, die Gurken hier, guck mal, die kommen auch, werden schon bald blühen. Yay. So, ne, das werde ich wohl noch machen. So, hier auch. Die blühen lange, ne? Das ist auch so ein schöner Hingucker. Sind auch winterhart, ne? Diese. Da guck mal, die sind schon rankt ein bisschen. Schön hier. Den Tisch hatte ich auch ein bisschen heute runtergelassen, dass er das Wasser nicht so aufsetzt sich, ne? So, das. Und da unten ist auch so ein Hebel, ne? Da kann man dann ein bisschen den Abstand regeln, so auch noch. So, das Bäumchen ist jetzt hier in der Ecke bei mir, dass es so ein bisschen Schatten macht. Naja, mal gucken, ob ich das so lasse. Also für den Moment. Die zweite Zucchini, ne? Steht ja hier, aber ist so armselig noch, aber ich bin der Hoffnung, dass noch wird, aber ja. So, auch die Petersilie, ne? Kommt. Guck mal, die sieht schon echt viel besser aus. Ah, die blühen, ne? Guck mal, wie schön die. Es ist so ein feuriges Rot und durch die Kamera kommt es gar nicht so. Es ist so ein. In der Kamera sieht es so dunkler aus, würde ich sagen. Diesmal. Okay, aber ja, hier kommen auch die gute Blütenknospen, ne? Da noch, ja, schön. So, auch hier habe ich so ein bisschen das platziert. Diese Töpfe kleine hatte ich ja. Die waren ja in diesen drinnen, ne? Und habe sie jetzt so hingestellt, weil die Töpfe passen da rein. Hatte ich sie so gehabt. Aber jetzt habe ich ja diese Pyramide bepflanzt. Oh, Entschuldigung. Und das ist die zweite Sorte. Ah, das ist die Nummer 1, ne? Muss ich mal gucken, was das bei mir ist. Und das andere ist dann die Nummer 2 Tomatensorten. Und da hatte ich ja 5 Stück davon. Und da an der Stelle habe ich dann Paprika, diese 2 zusammen waren, habe ich da reingesetzt. Ne? Und ja, ich bin echt zufrieden. Ist, ne, glaube eine gute Lösung für Balkon. Auch so, ne? Nimmt nicht so viel Platz ein und stützt auch so einander und deckt so ein bisschen die Erde ab, ne, weil sie in einem so wachsen, ne. Naja, wird sich zeigen, wie es wird dann. Die wollen auch schon aufblühen, schön, ne. So, die sind auch schön. Ja, und gedüngt habe ich noch nicht. Werde ich mal machen noch. So. Und dann, ja, hier, mein altes Bild war ja mal längere Zeit, da ist das abgeschlagen, muss ich mal festkleben. Und hatte ich mal Serviettentechnik gemacht auf eine Ziegel, ne? Ist schon ewig, ne? Die sehr alt noch. Da hatte ich sie über 15 Jahre bestimmt, ne? Wann war das mit der Serviettentechnik so Hit? Und da damals auch. So, und das ist der Überblick, ne? Bin echt zufrieden soweit. Schön. Ja, hier kann man so ein bisschen was abstellen oder sich da, ein Stuhl steht noch im Keller, bringe ich her, und da kann man zu dem Tischchen einen Stuhl haben und die kann man auch da drunter den oder zusammenklappen, und der zweite steht dort. Das wird alles dann wegkommen, eingepflanzt alles, und dann bin ich echt happy. Aber die Erdbeeren, ne? Oh, so schön. Nochmal. Nochmal durch in der Sonne. Ja, bin ich echt glücklich. Düngen, ja, tue ich auch, klar, weil ich gucke den Kanal Self Bio auch an. Und da hat der Gärtner mal, voriges Jahr hat mal geguckt, erzählt auch, ja, düngen, klar, weil man will ja auch kein Fleisch kaufen von ungefütterten Tieren, ne, so Schwein oder, ne, und deswegen soll auch die Pflanze soll ja auch Nahrung bekommen, ne, nicht ja, zu viel gedüngt, aber es ist nicht unbedingt
dass man das nicht macht. Ne? Klar muss man der Pflanze auch genug Kraft geben, ne? Und dass sie auch bekommt, weil die Erde, die kann nicht viel geben. Da muss man schon was dazu. Aber in Maßen so. Es gibt ja so diese Mineral und alles, was man da so geben kann. So ein komplett zusammengestellte, ne? Spezialdünger, Mischungen, und das ist dann genug. Man muss nicht zu viel, und dann gedeiht es auch, weil auch die Tomaten voriges Jahr, auch Gurken, habe ich regelmäßig mal bedüngt, weil, ne, muss sein. Ja, so, okay. Heute, guck mal, haben wir so einen dunklen Himmel. Aber die Sonne kommt doch durch. Ne? Wie schön. Richtig so. So, okay. Dann wünsche ich euch auch schönes Wochenende. Tschüssi.